Was passiert, wenn du einen Lehrer so stark prankst, dass er seinen Job kündigt? Genau das schauen wir uns jetzt an. Dodgeball. Oh, Mann. Du bist raus. Ja, aber wir haben immer noch... Völkerball ist das in Deutsch, ne? Das kann schon sein, aber denk dran. Ja, ich bin immer noch ungeschlagen. Du bist raus. Ricky, du bist raus. Ricky. Hey, Trainer. Ist es in Ordnung, wenn ich spiele? Das war früher meine Lieblingsbestimmung. Okay, Bruder, warte mal. Bruder, wer ist denn dieser Opa, der da jetzt hingeht und sagt, hey Trainer, darf ich auch mitspielen? Bruder, hat der sich aus Versehen in Grundschule verlaufen? Denkt der auch, er ist 12 im Kopf, oder was? Opa! Runter vom Feld, ihr 1-Peter-Ketchup! Natürlich, warum schließen Sie sich nicht dem Team da? Großartig, wer ist das? Danke. Was in aller Welt? Hey, sind Sie nicht ein bisschen zu alt dafür? Oh ja? Nun, ich bin vielleicht alt, aber ich hab's immer noch drauf. Boah. Wer ist denn das? Was ist los, Elliot? Du hast doch keine Angst vor deinem Naturwissenschaftslehrer, oder? Oh, es ist ein Lehrer. Er ihnen weh zu tun. Oh ja? Mal sehen, was du kannst, Kleiner. Wow. Ich verstehe nicht, wie er einfach mitten im Spiel reinkommen kann. Au! Viel Glück beim nächsten Mal. Das war nicht fair. Ich habe mit ihm gesprochen. Okay, Bro, irgendwie ist es weird, oder? Wenn du als Lehrer... Was macht ein Naturwissenschaftslehrer auf einmal im Sportunterricht bei irgendeiner Klasse? Hat er irgendwie langweilig in seiner Pause? Warum ist er da dabei? Warum hilft ihr Kinder ab, Bro? Okay, wait a sec. Nun, dann hättest du lieber aufpassen sollen. Du bist raus. Oh. Ich hasse sie. Der versucht nur Spaß zu haben. Naja, vielleicht sollte er Bingo spielen, so wie es andere alte Leute tun. Mann, es ist nicht nur das. Er lässt mich auch in Naturwissenschaften durchfallen. Bitte ihn einfach um Hilfe. Ich hatte in all meinen Tests Note 4, aber dann hat er mir angeboten, Nachhilfe zu geben. Ich bin mir ziemlich sicher, ich krieg eine 2 oder so. Wir hätten keine schlechten Noten, wenn er seine Tests nicht so schwer machen würde. Merkwürdig, dass er nicht schon weg ist. Warum ist er nicht in einem Altenheim oder so? Naja, man kann daran nichts ändern. Oder kann man? Pass auf. Was machst du? Ich schicke ihn in den Ruhestand. Nein. Was macht er? Nein! Hey! Mehr Glück nächstes Mal. Oh. Du hast Mr. Jasper wehgetan. Nein, nein, ist schon gut. War nur ein Freundschaftskampf. Sicher? Ja, super klasse, Digga. Also wir haben einen alten Mann, der im Sportunterricht einfach mit kleinen Kindern mitmacht. Wir haben einen kleinen Jungen, der alte Männer mit Bällen abwirft und in den Rollstuhl versetzen will. Ich meine, guckt euch diesen alten Mann an. Wisst ihr, was da fehlt? Wisst ihr, was das verursacht hat? Dass er nicht das neue T-Shirt von Lone Wolf, meiner eigenen Kleidungsmarke, getragen hat. Guckt euch dieses T-Shirt an. Das ist das neue Shirt, Freunde. Ultra geiler Fit, ultra geiles Design, ultra krasse Quality, Freunde. Wenn ihr Bock habt, dieses geile T-Shirt oder auch den geilsten Hoodie aller Zeiten, den Lone Wolf, er ist auch wieder zurück, wenn ihr eins davon kaufen wollt. Dann geht jetzt einfach auf www.marke-studio.de, ist hier reingeschrieben. Checkt das ab und gönnt euch, solange diese geile Kleidung noch da ist. Wir sehen uns im Unterricht, Kinder. Na klar. Sicher, dass alles okay ist? Glauben Sie mir, dieser alte Mann kann was ab. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie das nächste Mal Völkerball spielen, dann räche ich mich. Okay. Was für ein Prank macht er aber jetzt? Das will ich sehen. Okay, das sieht irgendwie komisch aus. Was ist das in der Schublade? Der hat Batterien rausgenommen. War das eine Fernbedienung? Jeffy. Was hast du gemacht? Habe die Batterien aus der Fernbedienung rausgenommen. Und ich habe mein Telefon an den Fernseher angeschlossen. Mr. Jasper wird nichts tun können. Oh, Jeffy, du alter Prankmaster. Bist du Leon Mascher oder was? Batterien aus der Fernbedienung raus? Oh, nein, schon nicht, Mann, Liotstark. Ist ja nicht so, als könnte er einfach neue Batterien reinmachen, ne? Also, gucken wir mal. Alles klar. Danke für eure Geduld, Kinder. Ich habe hier eure Testergebnisse. Holt sie euch hier vorne ab. Einer nach dem anderen, bitte. Okay. Also, was willst du zeigen? Ich möchte die Überraschung nicht verderben. Jetzt bin ich gespannt auf den Prank. Gute Arbeit. Danke. Okay. Auch gute Note. Arbeit. Hat auch eine gute Note. Hey, Mr. Jasper. Wie ist der Rücken? Schon besser. Danke. Hier ist dein Test. Okay. Eine 3? Das ist ja lächerlich. Ich habe sogar ein Auge zugedrückt. Ich wollte sicherstellen, dass du keine 5 bekommst. Meine Mutter wird mich sicher umbringen wegen der 3. Weißt du, es könnte helfen, wenn du in der Mittagspause mit mir lernst. Warte mal. Oder wieso hatte ich noch nie einen Lehrer in meinem Leben, der zu mir gesagt hat, hey, anstatt dass ich dir eine 5 gebe, gebe ich dir eine 3, damit du nicht durchfliegst. Bruder, was hat der für einen Ehrenlehrer? Wieso will der den pranken? Wieso will der den feuern lassen, Alter? Hä? Ihr werdet nicht glauben, was der jetzt gleich noch macht. Vorne in der Klasse sitzt. Glauben Sie, ich bin ein Nerd oder so? Ich sitze nicht vorne in der Klasse. Elliot. Was ich dir sagen will, ist, wenn du dich anstrengst, kann ich das sicherlich belohnen. Okay. Ich verstehe nicht mal, warum sie immer noch unterrichten. Oh, das ist schon böse. Okay, klasse. Heute werden wir uns ein interessantes Video anschauen.
über kaltblütige Kreaturen wie Reptilien und Schlangen. Aha. Nun, Schlangen entwickelten sich vor fast 130 Millionen Jahren. Sie meinen, als sie in unserem Alter waren? Okay, Jeffy, wie ist der Jeffy? Bruder ist lustig, du bist lustig, den Punkt muss man dir gönnen, okay? Du meinst, ein lustiger Hase zu sein. Aber vom Prankmaster hast du uns bis jetzt noch nichts bewiesen. Und weißt du, Elliot, ich bin vielleicht sogar noch älter als Schlangen. Okay. Jetzt kommt's. Wie wäre es, wenn wir mit dem Video loslegen? Oh, jetzt kommt's. Okay, was macht er an? Fernbedienung ist aus, die geht ja nicht. Alles klar. Komm schon, ich weiß nicht, was mit der Fernbedienung ist. Und jetzt kommt's. Oh, nein. Ich oh mein Gott. Ich hoffe, Mr. Jasper geht es gut. Okay. Oder hat er gerade als erstes einen alten Mann mit einem Ball abgeworfen, sodass er mit dem Rücken nicht mehr nochmal laufen kann. Und jetzt ist der alte Mann wegen ihm auch noch gestolpert und liegt im Krankenhaus. Oder super strong, Alter. Digga, Jeffy, was bist denn du für ein Prankmaster? Du bist ja richtig seltsam. Digga, Pranks sollen lustig sein. Oh, mein Finger ist ab. Oh, Finger ist wieder da. Okay, der war kacke. Ich weiß, ich bin leider auch kein Prankmaster. Der sich gestern wirklich verletzt. Ja, du hättest das nicht tun sollen, Komm Elliot. Schon, es ist nur ein Teil des Plans. Außerdem wird Mr. Jasper nicht von alleine aufgeben. Ich muss ihm nachhelfen. Deshalb habe ich das hier, um ihn in Streich zu spielen. Nein, mach das nicht. Was ist, wenn wir einen noch schlechteren Lehrer bekommen? Jetzt kommt der wahre Prankmaster. Okay, jetzt geht's richtig los, Digga. Jetzt haben wir ihn, den kleinen Kollege Schnürschuh. Ich nenne dich Stinkender Schuhsocke. Meine Mutter sagt mir immer, sei dankbar, was du hast. Eines Tages wirst du es vermissen, wenn es weg ist. Meine Mutter versucht mein ganzes Leben lang mir zu sagen, was ich tun soll. Ich habe nicht einmal zugehört. Schaut, wo ich jetzt stehe. Ein Schulversager und immer an der Grenze zur Suspendierung? Bin mir ziemlich sicher, das ist, wo du stehst. Wie auch immer, Mann. Lasst uns einfach Mr. Jasper tricksen. Okay, jetzt kommt Mr. Prankmaster Jeffy. Ja. Jeffy Jeff. Jo, warum braucht er so lange? Ich weiß nicht. Vielleicht hat mein Streich schneller geklappt, als ich dachte. Direktor Myers? Hallo. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Guten Morgen, Klasse. Oh, oh. Ich habe schlechte Nachrichten bezüglich Ihres Lehrers, Mr. Okay. Jasper. Bruder, sag mir jetzt nicht, der ist gestorben, oder was? Also jetzt wird's ja richtig traurig. Warte mal, also was ist mit Mr. Jasper passiert? Ist er drüber gestolpert? Liegt er im Krankenhaus? Geht's ihm noch gut? Lebt er noch? Oh, er hat doch nicht aufgegeben, oder? Oh, ich wäre so traurig. Nun, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber sagen wir es mal so. Im Moment sieht es nicht so gut aus, also Oha. Er wird sich eine Auszeit nehmen. Damn. Schatz, wir haben dann keinen Lehrer. Vielleicht wird's besser, wenn wir Filme in der Klasse sehen. Ja, aber wirklich traurig. Netter Versuch, Elliot. Ihr werdet einen neuen Aushilfslehrer haben. Okay. Was ist denn das jetzt? Achtung! Krieg? Das heißt stramm stehen, Soldaten. Okay. Ach, Spaß. Wir schaffen das noch. Studenten, das ist Mr. Smiley. Okay, Bruder, warte mal. Was für Smiley, Dicker? Sieht das aus wie ein Smiley-Gesicht für euch? Das sieht nicht aus wie ein Smiley-Gesicht. Bruder, der braucht auch das neue Lone Wolf-T-Shirt. Der braucht das auch. Wenn er das anhat, dann smilet er, dann lächelt er. Weil gute T-Shirt, gute Qualität und dann sieht er sexy aus, ne? Aber Dicker, wenn ich den als Lehrer hätte, Alter, ich hätte direkt Kackhaufen auf Stuhl gemacht. Ich hätte direkt voll gemacht. Da hätte ich lieber noch 16 Mathe gehabt, als jetzt gleich von den Militärübungen zu machen. Er wird euer neuer Lehrer sein. Ich wette, der hat noch nie in seinem Leben gelächelt. Das habe ich gehört. Ich habe ein Auge auf dich geworfen, Sohn. Okay. Keine Sorge, General. Ich werde diese Kinder in Form bringen. Ich habe Naturwissenschaft am ROTC studiert. Sie sind in guten Händen. Okay. Okay, hört genau zu und seid still. Ich werde mich nicht wiederholen. Okay. Es wird keine Gegenrede geben. Kein Kaugummi kauen. Keine Notizen weitergeben. Zehner, wenn irgendwer von euch jetzt Kaugummi in den Mund nimmt und kaut. Bruder, ich würde sofort Zehner rüberstecken. Bruder, ich würde sofort Stress in Klasse anfangen. Ich würde sagen, hier Zehner, wenn du das machst, wird ein bisschen Stift die Stifterei machen und wird meinen ablachen, Alter, wenn ich eine Bestrafung bekomme. Und kein Nasenbohren. Ah. Ich bin nicht nur euer Lehrer, sondern auch Feldwebel. Mach es mich verständlich. Ja, Sir. Gut. Ja. Oh, ich hasse Schlangen. So ziemlich das Einzige, was mir Angst macht. Damals bei der Reserve ließ ich meine Männer deren Köpfe abschlagen. Okay, er hat Angst vor Schlangen. Fangen wir an.
Okay. Elliot, was ist mit dem Streich? Oh, Mist. Oh, oh. Mr. Smiley, nein. Oh, oh. Hast du damit was zu tun gehabt? Nein. Okay. Jo, okay, Bro, warte mal. Digga, was? Also, wieso rennt der Lehrer so auf den zu? Boah, da will der den mit Batz. Stellt euch vor, so. Hä? Kleiner Stinker. Denkst auch, Ketchup ist geil, oder? Ich hasse Ketchup. Meine Mutter hat mich immer Ketchup essen lassen. Ich esse nur noch Senf, du Monster. Okay, ich glaube jetzt nicht, dass es so weit gehen wird, aber wir gucken. Warum hast du mich gewarnt? Ich hasse Lügner. Früher habe ich zum Frühstück Spione verhört. Letzte Chance. Hast du irgendwas damit zu tun gehabt? Ja, aber es war nicht für Auf Sie. Auf den Boden! Jetzt! 100 Liegestütze. Dann wechseln wir zu Planks. Okay. Das soll jedem eine Lektion sein, der glaubt, mich veräppeln zu können. Holt eure Wissenschaftsbücher raus. Okay, Mr. Tomatenkopf. Spaß, warte, sorry, muss ich jetzt auch... Nein, ich mache keine Liegestützen. Hör auf, du kannst mir gar nichts sagen. Heinz Ketchup-Soßenkopf. Nein, stopp, warte, ich hab's wieder nicht gesagt. Bitte hören Sie auf, ich mache keine Liegestützen. Mr. Jasper war so viel besser als Mr. Smiley. Vielen Dank. Ich meine, ich mache lieber 20 Liegestütze, als den alten Lehrer zu haben, also... Hey, Elliot, bereit mal wieder auf Verliererstraße zu sein? Denkst du? Wo sind die Bälle? Oh, oh. Ich weiß es nicht. Okay. Okay, Kinder. Planänderung. Kein Völkerball mehr. Ich habe heute jemanden im Lehrerzimmer getroffen. Mhm. Hab eine gute Idee bekommen. Okay. Welche Idee? Worüber reden Sie? Achtung! Na, nicht das Smiley-Gesicht. Gib mir 10 Runden. Sie sind nicht Heinz Peter Ketchup. Sie können mir keine Befehle geben. Warum machst du das nicht 25 Runden? Für alle. Trainer? Fangt lieber an, bevor er 50 haben will. Vielen Dank, Elliot. Woher soll ich wissen, dass er so streng ist? Ja, Elliot. Habe ich alles vermasselt? Mann, danke, Elliot, Alter, dass wir jetzt alle laufen müssen, Mann, Junge. Oder aber ich sag's dir, wie es ist, dann habt ihr gute Kondition. Wir mussten mal Fußballtraining. Früher haben wir so viel Müll gebaut, dass wir jedes Training für ein paar Wochen lang nur laufen mussten. Digga, wir haben die Saison gewonnen. Ich schwör's euch, wir sind Erster geworden. Wir haben die Saison gewonnen. Also vielleicht ist das gar nicht so schlecht, mein Jungs, der Elliot. Ja, das hast du. Wenn du, Mr. Jasper, nicht den Streich gespielt hättest, wäre er immer noch hier. Wegen dir ist er weg. Ja, aber vielleicht, wenn ich mit der Smiley trickse, dann wird er auch gehen wollen. Oder er lässt dich Runden laufen und Liegestütze machen für den Rest deines Lebens. Genau. Okay. Weiter so. Okay. Ich höre nicht hin, wie ich es soll. Ich höre nicht hin, wie ich es soll. Gehorch nicht auf Runden, bist du zu alt. Okay, Bruder, was war das für ein Satz? Geräusch nicht laufen, sonst bist du zu alt? Was? Bruder, okay, ich hab keine Ahnung, was der mit seinem Heiz-Ketchup, Tomaten-Ketchup da drin gehabt hat, aber ich glaube nichts Gutes. Zehner, wenn der dem jetzt Streich gibt. Ich will sehen, der macht jetzt richtigen Prank-War. Der macht richtigen Prank-Master an diesen Mr. Smiley. Das will ich jetzt sehen, wie er den veräppelt. Leute, ich hab's herausgefunden. Großartig. Immer wenn du diesen Gesichtsausdruck hast, werden die Dinge sehr, sehr schief gehen. Nein. Ich habe einen Weg gefunden, G.I. Joe endgültig loszuwerden. Hm? Welcher Plan wird dieses Mal schief gehen? Ihr erinnert euch, was Mr. Smiley hasst und wovor er am meisten Angst hat, oder? Schlange. Aha. Hab diese Schlange. Ich werde die in sein Buch tun. Dann wird er solche Angst kriegen, dass er für immer geht. Oder er wird schlimmer als je zuvor zurückschlagen. Bruder, du hast doch vorhin gesehen, der hat doch eine Schlange auf seinem Tisch gehabt und hat nur mit seiner Hand so versucht, die abzuhacken. Digga, da ist doch gar nichts passiert, oder? Also der Prank ist ja der schlechteste Prank, den ich je gehört habe. Erinnere mich dran, warum wir noch mit ihm befreundet sind. Glaubt ihr mir nicht? Das wird funktionieren. Ich tue das in sein Buch und er will... Ja. Buh! Nein, hör zu. Ich weiß, es wird funktionieren. Es wird funktionieren. Ich habe mir eure Testergebnisse angesehen und ich bin von einigen von euch sehr enttäuscht. Okay. Zumindest von einem von euch. Oh, eine 6. Wirklich? Sprech nicht, bevor du angesprochen bist. Kann ich Sie bitte kurz sprechen, bitte? Oh, oh. Du hast 30 Sekunden. Ich kann aber keine 5 haben. Meine Mutter wird mich umbringen. Sie hat mir gerade meine Playstation weggenommen und mir mein Tablet zurückgegeben. Ich weiß, Aha. sie wird es mir wieder wegnehmen bei der 5. Also könnten Sie das vielleicht etwas verbessern? Auf keinen Fall. Können Sie mittags mit mir lernen? Warum sollte ich meine Pause mit dir verschwenden? Diese Stunde zusammen Bro. Ist schon qual genug. Oder das ist jetzt genau das, Alter, was so typisch ist, ne? Jetzt will er auf einmal so, weil er merkt, okay, er kriegt nicht mehr geschenkt, er kriegt nicht mehr so in den Arsch gepumpt. Okay, Bro, irgendwie klingt das komisch. Jetzt will er auf einmal, dass der in der Mittagspause hilft. Aber vorhin, wo er die Chance hatte, hat er niemals Ja gesagt, Alter. Okay, okay. Wenn du nicht hinten sitzen würdest, würdest du vielleicht was lernen. Hör zu. Packt eure Sachen zusammen. Ich ordne die Klasse neu. Wenn ihr eine 1 oder 2 habt, hinten in der Klasse.
Die Vorderseiten sind für meine Dreier und Vierer. Und wenn du eine Fünf hast, genau hier. Nein, bitte, nicht doch. Gut gemacht, Elliot. Doppelte Zeit. Oh. Erste Reihe sitzen immer schlimmste. Schon genug Zeit verschwendet. Musste ich auch so oft. Nehmt eure Wissenschaftsbücher raus und schlagt... Schlange! Sie versucht mich anzugreifen. Hilft mir jemand! Schlange! Damn! Du Kleiner! Es war ein Witz! Hab ich dir nicht auch gesagt? Okay, wir machen das nicht nochmal, oder? Wir machen das nicht nochmal. Sie sich doch, es war ein Scherz. Warte, bis Unterricht vorbei ist, Junge. Damals im Dienst hatten wir eine gute Art, mit Unruhestiftern umzugehen. Da ist Nachsitzen wie ein Spaziergang. Es war ein Witz. Hallo, Kinder. Ich habe gute Nachrichten. Jemand wollte vorbeikommen und Hallo, sagen. Okay. Er erholte sich schneller als erwartet. Also begrüßen wir herzlich Mr. Jasper. Ach, da ist er ja wieder. Hey, Kinder. Tut mir leid, ich wollte es Ihnen früher sagen. Können Sie bitte mit mir kommen? Dieses Kind, Elliot. Er muss bezahlen. Oh, vielleicht Mutter. Können Sie mir davon auf dem Flur erzählen. Hat er gerade einen Schüler angepackt, Alter, und will den wirklich jetzt eine glätschen, Alter? Bruder, das will ich mal sehen, Alter. Wenn das ein Lehrer macht, was passiert dann? Dann kommt er ins Gefängnis, oder? Also, wenn ein Lehrer einen Schüler in der Schule klatschen würde, dann würde es doch absolut rein ins First Class ins Gefängnis gehen, oder? Und ich kann mit seiner Mutter darüber reden. Mr. Smiley. Wir danken Ihnen für jede Hilfe. Okay. Tschüss, Mr. Smiley. Vielen Dank, Mr. Jasper. Wow. Ich wusste, alle anderen würden glücklich sein, aber ich habe nicht erwartet, dass das von dir kommt. Ich dachte, du wärst glücklich, dass ich nicht mehr dein Lehrer bin. Ja, das war, bevor ich verstanden habe. Man sollte schätzen, was man hat, denn wenn's weg ist, wird man's vielleicht vermissen. Ich weiß nicht, wer dieser neue Elliot ist, aber ich muss sagen, er gefällt mir viel besser. Okay. Wieso Elliot? Hieß der nicht Jeffy? Der hatte doch auf seinem Rucksack Jeffy stehen, Alter. Jeffy. Das ist für mich Jeffy, der Jeffer. Warum hat er überhaupt die beiden Bananen auf seinem Kleidungsstück? Also, warte, ich bin ein bisschen verwirrt. Leute, habt ihr eure Plätze getauscht? Ja, können wir zu unseren alten Plätzen zurückkehren? Absolut, kommt schon. Lasst uns zurückbauen. Hey, Mr. Jasper. Könnte ich trotzdem vorne in der Klasse sitzen? Und außerdem, Ihr Angebot mit der Nachhilfe in der Mittagspause, liegt das noch auf dem Tisch? Ich würde das sehr gerne annehmen. Ja, natürlich. Weißt du, ich verbringe gerne meine Mittagspause damit, dir beim Lernen zu helfen. Ehrenbruder. Ja. Alles klar. Okay. Mashallah, Bruder. Spielst du auf FIFA? Okay. Kommen wir zurück zur Wissenschaft. Ich add dich, Bruder. Hast du dein Tablet jemals zurückbekommen? Nein, noch nicht. Aber ich habe das Gefühl, wenn meine Mutter... Hallo, Mama. Schau mal. Schau. Damn, wow, nice. Du hast eine 1 bekommen. Ja. Bist du sicher, du hast nicht geschummelt? Nein, ich habe zum Mittag mit Mr. Jasper gelernt. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wow, wenn das stimmt. Denn bei dir weiß man ja nicht. Okay, Bruder, das ist mir das. Also, ich finde die Videos immer gut und die Message immer gut. Aber Bruder, wenn er jetzt auf einmal sagt, er hat in der Mittagspause Spaß beim Lernen, Digga, dann ist das Geschwafel. Niemand hat anstatt PlayStation oder zu essen oder sonstiges in der Mittagspause lieber zu lernen mit dem Lehrer, Alter. Und dann lernst du richtig schön die ganze Pause lang und sagst danach zu deiner Mutter, ich hatte Spaß. Lüge, Lüge, Lüge. Hey, ich würde sagen, ich bin stolz auf dich. Gut, ja, danke, großartig. Bedeutet das, dass ich mein Tablet und meine PS5 zurückbekomme, oder? Ich würde ja sagen. Allerdings... Oh, oh. ...hat mir Direktor Myers von deinem kleinen Streich erzählt mit dem Ersatzlehrer. Wie konntest du? Okay, zunächst tut mir leid. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Das war ein Unfall. Du wirst auf keinen Fall deine PS5 oder dein Tablet zurückbekommen für eine lange, lange Zeit. Es tut mir leid. Glück, wenn ich dir nicht dein Handy wegnehme. Nein, lass uns gehen. Nein. Sofort. Jetzt komm schon. Der Lehrer ist eine Petze. Kleine Petze. Freunde, was haben wir gelernt? Wir machen keine Pranks an Lehrer. Vor allem nicht an Militärlehrer, weil die boxen euch am Ende. Ja, das haben wir vorhin gesehen. Ansonsten hat der Junge natürlich recht. Schätzt immer, was ihr habt, ne? Weil wenn ihr es nicht mehr habt, dann werdet ihr es erst realisieren. Und dann schätzt ihr es, weil ihr es nicht mehr habt. Das stimmt schon. Aber war ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ihr mit Schule und auf einmal macht Lernen Spaß und so. Und Nachhilfe ist so toll. Ich glaube, das würde keiner sagen, oder? Wenn es euch aber trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein Like da lassen. Kostenlos Abo, falls ihr neu seid. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Mit Daumen und ciao.